Wo kommst du jetzt schon wieder her? Hallo, ich bin. Oh mein Gott, ich wollte doch nur Hallo sagen. Arschloch. Du bist ein Arschloch, ey. Ich schieß dich, du schießt mich. Nee, warte, tust nicht. La la la. Ich weiß jetzt schon, dass später ziemlich Hardcore-Gegner kommen werden. Guck mal, guck mal, dieses scheiß leuchtende Teil. Oh, hängt fest jetzt. Das schaffe ich, das schaffe ich. Nein, ach, verdammt. Ich wollte es da runterschmeißen. Das ist nicht cool. Verdammt, jetzt bin ich aber ärger. Jetzt bin ich richtig sauer. Oh Mann. Naja, hier haben wir diesen total sichere Aufzug. Ich habe genug hier Clock Tower gespielt, um zu wissen, dass Aufzüge Bitches sind. So klar. Achso, ist nur 5. Egal. Wo kamst du denn jetzt her? Du hast mich erschrocken. Ich geb's zu. Du hast mich erschrocken. Und dein Kopf rollt und rollt und rollt und rollt und fällt runter. Lol. Ich lauf mal. Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Und mach auf. Öffnen. Öffnen. Bitte wieder schließen. Bitte wieder schließen. Thanks. Oh, ich hab doch einen Schlüssel. Benutzt was. Oder? Muss ich jetzt wirklich die anderen wegschmeißen, damit ich. Oh, das kann nicht wahr sein. Halt die Fresse da draußen. So. Was ist das? Ein Energieknoten. Damit kann ich bestimmt irgendwas Cooles machen später. Und hier haben wir nichts. Ah! Werkbank ist das. Energieknoten sammeln. Ja, steht sogar Werkbank. Das ist ja praktisch, dass das doch so groß steht. Oh, yeah! Auch noch Volume, ich meine Version 4.1. Okay, wir haben. Wow, das ist natürlich jetzt cool. Plasma-Cutter, Schaden, Kapazität, Nachladen und Tempo. Alles sehr schlecht. Dann haben wir unsere Rig. Ah, wir können unseren Trefferpunkt erhöhen und unsere Luft erhöhen. Oh. Und? Was sollen die Punkte? Und wir haben unsere Stase-Module. Wir können es einmal benutzen. Die Dauer ist auch nicht gut. Das heißt, Stase müssen wir öfter benutzen. Ich glaube, noch brauchen wir nicht so viel Schaden, wenn wir sie einfach wegballern. Aber die Kapazität wäre vielleicht nicht schlecht. Dann können wir mehr einsammeln. Macht das Sinn? Ja, weil mehr nachgeladen wird. Nachladen? Was? Warte kurz. Oh. Es geht also unser. Jetzt hört doch mal auf da draußen. Sonst hole ich gleich hier jemanden. Müssen wir die wirklich der Reihe nach mir machen? Das ist ja heftig. Das heißt, Schaden geht eher erst am Ende. Das heißt, am Anfang können wir entweder Schaden oder Kapazität erhöhen. Und dann können wir hier nachladen. Damit wir nachladen um erhöht. Und Tempo ist. Damit wird der Tempo um minus 0,2 Sekunden erhöht. Ihr Tempo wird um minus Sekunden erhöht. Das ist paradox. Dann gehen wir mal zurück. 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 Und gucken uns das auch an. Ja, man will es im Dunkeln spielen, ne? Aber so ein bisschen doof. Und das ist wie bei Final Fantasy 10. Hier haben wir Luft. Das heißt, wir können 20 Sekunden länger atmen. Also, wenn wir nicht atmen können. Und der Rest ist Trefferpunkte. Bis zu ganz nach hinten. Ja, das wird wohl dauern noch. Das ist vielleicht beim im schweren Schwierigkeitslevel. Aber da kommen doch noch andere Sachen, sehe ich gerade. Da unten ist doch noch richtig viel los. Bestimmt noch andere Waffen oder so. Das Stase-Modul hat. Boah, da komme ich noch gar nicht hin.
Dauer wird erhöht und Energie um 20 erhöht. Ja, dann machen wir das später. Wir haben nur zwei. Bestimmt habe ich Knoten verpasst, ey. Bin ich echt schlechter Arzt. Ne, gehen Sie nach Hause, Ihnen geht's gut. Doch sie hatte Knoten in ihrem Haar, das später ausfiel. Und sie hat den Selbstmord begangen. Ich mach das hier, Kapazität, und gehe dann hier zum Nachladen. Und dann zum Tempo. Das ist doch toll. Und dann kann ich mir die beiden sparen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich laber irgendwas. Kapazität. Ja. Dieser Schaltkreis wurde bereits überbrückt. Das ist doch schön. Wollen die, dass man jetzt auch den Schaden macht? Ich meine, es ist ein einfaches Teil, ne? Man muss ja eh hier lang. Also so gesehen kann man den Schaden erhöhen. Ja komm, die haben mich. Ihr habt mich. Er fühlt sich gut. Wir fühlen uns gut. Alles ist gut. Platine liegt auch rum. Sehr gut. Was ist das? Eine Duftkerze? Lavende. Finde ich super eklig. Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht, wie das ist. Genau, Isaac. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Prozessor ein. Dann ist das Monorail-System wieder online. Die labert mir einfach so rein. Das Teil lebt noch. Oh mein Gott! Plötzlich sind sie stärker geworden. Interessant Spiel, interessant. Habt ihr super hingekriegt. Soll ich ein Gepäck benutzen? Na, ich habe glaube ich ziemlich viel zum Nachladen. Ich glaube, das geht erstmal so. Wo kommt ihr alle her? Wo kommt ihr alle her? Warum werdet ihr plötzlich stärker? Das macht keinen Sinn. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ihr steht so auf eure Hände und Füße und so. Ich habe nur noch vier, ich möchte gerne nachladen. Wieso darf ich nicht nachladen? Benutzt die zum Nachladen, Bitch! Links schießt auch, oder? Ach, was soll's. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, irgendwie ist es voll Verschwendung. Nein, nein, zurück. Oh, ich möchte doch nur... Okay, das werde ich mir dann nochmal angucken. Was soll's. War ja so klar. Kommt, 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 kommt. Maximale Last 2,5000 Kilo. Du kannst mich nicht überraschen. Ich bin die Überraschung. Im jedem Signal gibt es mich, du Bitch. Mann. Denkst du bist geil, ne? Denkst du bist geil? Du hast nur hier Messer als Hände. Das ist nicht geil. Stimmt schon wieder. Ich muss ja eh hier hin. Okay, dann wollen wir mal
Das war doch Monorail, oder? Ja. Bin ich hier richtig oder falsch? Ah doch, die Platine, natürlich. Hallo. Huhu. Ach, bestimmt sehe ich gleich irgendwas Schreckliches. Computer-Monorail-Steuerung online. I'm the best. Möchtest du mit mir reden, Frau? Nö? Okay, dann nicht. Dann gehe ich jetzt hier abspeichern, bevor ich Monorail hole. Das Abspeichern nervt ein bisschen. Weil ich ganz das Gefühl habe, gleich kommt irgendwas, wo man sofort stirbt. Und dann muss ich alles nochmal machen. Was heißt alles? Aber was soll's? Oh, schon wieder. Oh, das ist gleich. Oh, warte mal. Understellar Sport. Nein, was steht da? Interstellar. Ach so, natürlich. Hm. Interstellarer Sport. Ja, Titten bleiben also auch in der Zukunft normal. Und auch ziemlich. Oh, die werden wieder mehr bedeckt in der Zukunft. Na dann. Aber die ist auf einer Insel. Da will ich auch hin jetzt. Also kommen alle den gleichen. Weltweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Schön. Quarantäne aufgehoben. Yay. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Bitte, bitte. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Jo. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallen und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden Ihr hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Wenn die Frau wieder unterdrückt wird, da muss ich wohl mal gegen ankämpfen. Indem ich böse Viecher erschieße. Na, will jemand noch? Ah. Ich hab noch zwei. Na, was soll's. Echt mal, ich dachte, die Frau wäre an der Macht hier. Hätte das sagen. Vorhin hat es noch nicht geblitzt und geblunken und geplatzt und gestunken. Ah, doch, gestunken hat es vorhin auch schon. Weil er hat Gas. Cut off their limbs. Oh, dieser Tipp, der wurde mir erst 5000 Mal gegeben. Los, sagt mir weiter, was ich zu tun. Oh mein Gott. Ich kriege gleich einen epileptischen Anfall. Oder wir tanzen. Disco, Disco, Raver. Hier ist Strobe-Effekte. Geil. Ja. Ja. Ich hab die doch gesehen. Oh Mann. Muss ich jetzt dir hinterherlaufen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hinterrücks hier, ne? Versteh schon. Verarsch den Jungen, der nicht. Achso, er nimmt wenigstens etwas. Er nimmt so viel, wie er kann. Das ist schon etwas. Verarsch nämlich einfach auch mich als Noob-Player. Finde ich überhaupt nicht gut. Ich meine, die wissen ganz genau, dass ich nicht so gut spielen kann. Und dann kommen sie von hinten und greifen mich so an. Und ich denke mir nur so, hallo? Déjà-vu. Ach, gehen wir doch mal zum Pedo. Isaac. Oh. Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Viel Glück wünsche ich. Ich hoffe, die Frau überlebt. Ist das ein bisschen sexistisch von mir jetzt? Naja, die Frauen sind meistens... Ist euch mal aufgefallen, bei solchen Spielen sind... überhaupt bei Medien, bei Geschichten, whatever, sind die Frauen entweder total super tough und nett und so und die perfekt und die richtig alles machen
Und die Männer sind so, nein, du hast nichts zu sagen, ich sag, was muss. Und, oder andersrum, dass die Frauen so richtige Schlampen sind, frigide, untergebumste, nein, wie heißt das? Untergebumste. Entschuldigung. So ungefickte Schlampen. Und dann denke ich mir auch so, wie wär's mal mit so einem Mittelding? Eine, die tough ist, aber dann auch ganz nett. Wäre doch auch mal was. Das ist ja nett. Die sagen einem noch, vergessen nicht die Sachen. In Amerika wäre das jetzt so, wenn irgendwo Sachen liegen bleiben, dann kriegen sie Ärger von uns. Ich sehe dich. I see you. Willst du mich verarschen? Ich will da nicht jetzt. Soll ich durchlaufen jetzt? Ja, ja. Mann, ey, ich hab dich doch gesehen. Du kannst mich doch nicht verarschen, Mr. Kanister. Boah, ich bin überhaupt nicht gut im auf den Kopf treten. Ich bin richtig schlecht. Brennt's hier? Achso, ja, das ist ja von vorhin. Schon gut. Oh nein, ich... Ist hier noch jemand? Oh mein Gott, Konstanze, putze. Okay, wollen wir mal. Laden. Feindliche Lebensform entdeckt. Himmelschaden bedenklich. Sofort räumen. Ah. Sofort evakuieren. Yo. Ich hab den Knopf mal wieder nicht gefunden. Heieiei. Kinoreif. Lan. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Oh mein Gott, er kommt auf mich zu und will mit mir spielen. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond! Das ändert alles! Ja, ihr versperrt die Sicht. Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Ziemlich groß. Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Isaac sagt gar nichts. Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MATLAB. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Kaugummi erstickt. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. So einfach ist das. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Stimmt nichts ernst. Der Weihnachtsmann, es gibt ihn doch. Kann ich hier runterspringen? Ach, ich kann ja nicht springen. Verdammt! Ich bin zu dumm zum Springen, ey. Und zum Reden. Ich sag einfach nichts. Ich höre einfach zu und spring hier runter. Nein, kann ich auch nicht. Verdammt! Naja, was soll's. Guck mal, ich leuchte. So findet ihr mich schneller. Gegner. Cool. Ich denke mal, ich muss hier lang. Oder hier gibt's nur Credits? Gibt's hier Credits? Gibt's hier irgendwas? Warum habt ihr das befreit, wenn es hier nichts gibt? Warum verarscht ihr mich? Warum macht ihr das? Warum macht ihr, dass Isaac laufen muss? Verstehe ich nicht. Finde ich nicht gut. Der arme Isaac. Aber es ist gut für die Kondition. Oh, wartet mal.
Jetzt kann ich doch mal wieder was hochnehmen. Aufnehmen. Aufsammeln. An mich nehmen. Ich kann nicht, ich muss die ganze Zeit auf diesen Schwanzansatz, auf diesen, hier, ihr wisst, was ich meine, achten. Oder hat er eine Winden an, oder was ist das? Credits! Lass mal! Weil Schießen ist einfach cooler. Aber wenn ich schlage, macht er das hier. Das ist total dumm. Oh mein Gott, noch lauter. Die kommen, die krabbeln auf ihn zu und er, was macht er? Das ist total dumm. Okay, wo ist die Krankenstation? Ah, Licht! Cool! I like. Ach, da ist die Krankenstation. Aber vorher. Da. Was? Der Zug nach Mannheim wird in 5 Minuten eintreffen. Bitte entfernen Sie sich von den Bahnsteigen, damit die Arschlöcher aussteigen können und Sie nicht anrempeln und andersweitig stören. Wir bitten, diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen und wünschen Ihnen darauf noch einen angenehmen Heimflug am Bahnhof. Wenn die richtig coolen Leute wissen... Warum immer bei den Jungs? Fuck you? Nein. Save yourself. Die Hure ist everybody. Oh, Dreier. War das Französisch? Was ist das jetzt? Nee, komm. Ich weiß, ich spiele ein Horrorspiel, aber wenn jetzt plötzlich Französisch gesprochen wird, dann höre ich auf. Das ist ja ekelhaft. La Revolution mit Monstern. Das ist immer seltsam, die Leute, die sagen, Monster werden die Welt retten und so weiter. Das ist total Bull. Naja, ein paar. Was soll's. Wenigstens machen sie es richtig. Hä? Achso, ich kann doch da rein. Ich habe mich vom roten Licht beeinflussen lassen, in meiner Annahme, dass ich da nicht lang darf. Ich muss die Musik ja machen. Scheinbar gibt es ja keine Musik in diesem Spiel. Oh, die Nachbarn poltern. Vielleicht bin ich doch zu laut. Ach, ich kann nicht dafür, wenn das Haus im Dritten Weltkrieg gebaut wurde. Ha, ein Shop. Why not? Erstmal gehen wir hier rein und gucken, ob es hier Geld gibt. Bonitica, the world you never knew. Oh, geil. Und dann, there's always Peng. Peng, wenn ihre Freundin immer wieder richtig auf die Nerven geht, erschießen sie sie. Sun, bring out the sun. Jetzt auch in Dosen. Ah, Matt Mutti, mir ist schlecht. Hier, sprüh dir diese Sun auf die Haut. Hui, jetzt habe ich nur Krebs. Hallo. Shop. Dann wollen wir doch mal. Ich habe 14.000. Oh, ich kann so einkaufen. Plasmakarte habe ich schon. Hochleistungsgefräse für Mineral. Warte kurz, ja. Für Gefräse. Dann Inventar. Könnte ich ein paar Sachen verkaufen. Das zum Beispiel. Weil die Kleinen irgendwie nur ein bisschen im Weg sind. Stasepack habe ich benutzt. Oh nein, es hat 2500, würde das geben. Heftig. Okay. Hier können Sie Gegenstände aus dem Inventar ablegen. Ach so, dann kann ich das gar nicht verkaufen. Oh doch, bestimmt Inventar oder Safe oder was auch immer. So, wir haben Slicer mit breiten Strahl und zeitgesteuerten Minen. Wetten, das ist wieder viel zu kompliziert für mich. Impulsgewehr mit hoher Feuerrate und Anzug Level 2. Erweitert in Inventarslots und Panzerung. Das werde ich mir sowas von holen. Dann haben wir Plasmaenergie, Medipack, ein Luftkanister, Stasepack, Energieknoten. 10.000 Energieknoten, bla, bla. Okay, immer holen wir uns einen Anzug. Was jetzt? Ja, vertrau den mal und geh da einfach rein. Oder pinkelst du jetzt? Ich dachte schon.
strullt er erstmal einen ab. Bing! Nein, nicht dahin! Entjungfert. Sieht das anders aus? Ja, seine Hose. Es sieht cooler aus. Zeig mal, hast du immer noch den Schwanzansatz? Ach, gucken wir gleich. Irgendwie sieht das anders aus, aber ich weiß nicht ganz genau. Aber doch ein bisschen anders sieht es aus. Und wir haben jetzt mehr Slots. Scheinbar. Das ist doch schön. Das heißt, wir könnten Sachen verkaufen. Weil zum Beispiel, wir können auch einfach warten, Medipack verkaufen und dann die mittleren benutzen. Ich weiß ja nicht, ob wir anders noch aufgeheilt werden. Da verkaufen wir mal. Ein Medipack klein verkaufen. Und die Energie behalten wir. Der ist nur für den Plasma-Cutter. Da geht mal einer ins Safe. Weil eigentlich möchte ich mir noch eine andere Waffe holen, muss ich zugeben. Aber das ist alles so teuer jetzt. Militärisches Sturmgewehr. Da steht natürlich nicht, wie gut der ist. Nö. Ende der Welt. Und wir wollen trotzdem von ihnen Geld. Das ist das Gute an der Einsparung von echten Menschen. Na okay, die werden ja sowieso tot. Dann würde ich mir einfach alles nehmen können. Just saying. Gut. Wir haben bereits im Inventar. Ich könnte einen davon verkaufen. Dann habe ich genug für das Impulsgewehr. Ich weiß, das sieht toll aus. Wirklich Breitenstrahl und zeitgesteuerten Minen. Also das sieht schon geil aus. Das hätte ich gern. Wir können ja zurücklaufen. Machen wir immer so weiter und dann gucken wir mal. Ne? 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 Jetzt gucken wir mal, ob er einen hast du? Nee, er ist weg. Jetzt hat er nur einen ziemlich fetten Arsch da drin. Du sollst dir eh keinen beeindrucken. Geil. Geiler Fact. Geiler Fact. Das sieht toll aus, muss ich zugeben. Lass doch mal gucken hier. Mein Arm, das sieht schon toll aus. Ansonsten, das ist so Power Rangers mäßig. Naja, okay. Danke. Cool, cool, cool.